Moin und willkommen zurück zu Satisfactory in der 1.0. Und wir stehen hier vor unserem Stromturm, der logischerweise designtechnisch noch nicht fertig ist. Dazu sollte der Turm an sich erstmal funktionieren und das tut ja nicht. Ich habe schon befürchtet, dass wir hier ein paar Probleme bekommen werden, aber dass sie dann so gravierend sind, dass eigentlich fast gar nichts funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Wir sehen es da oben noch, der hier läuft und dann war es das. Also das ganze Treibstoff wird gar nicht weiter hochgepumpt. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Ich habe sehr viele Kommentare von euch bekommen bezüglich den Pumpen, dass die nicht wirklich funktionieren, dass die Ventile nicht wirklich funktionieren, dass die Wanddurchbrüche nicht wirklich funktionieren, also lauter solche Kleinigkeiten. Und dann wahrscheinlich auch noch in Kombination, dass das Design sehr fragwürdig ist. Wir gucken mal ganz kurz hoch. Wir werden jetzt hier gleich ein bisschen was umbauen. Wird nicht allzu dramatisch, aber wir müssen es machen. Wir haben den Treibstoff bis... ja, ungefähr hier. Und da hoch oder weiter oben kommt er schon gar nicht mehr an. Und zwar überhaupt nicht mehr. Jetzt ist das Problem, was ist der Grund? Also es läuft auch alles nicht wirklich voll, was komisch ist, weil unten haben wir ja Treibstoff mehr als genug da. Und wir haben jetzt hier in dem kleinen Stück auch keine Deckenhalterung oder Deckendurchbruch drin. Also irgendwie passt da was nicht. Und meine Befürchtung ist einfach, dass wir hier viel zu viele Kreuzungen haben, die nach oben hinweggehen. Deswegen werden wir das jetzt folgendermaßen machen. Ich hoffe, dass es dann funktioniert. Es wird auf jeden Fall besser laufen, hoffe ich zumindest. Wir werden jetzt diese Pipeline hier einmal kappen und dann hier an der Wand nach oben ziehen. Warum an der Wand? Dann brauche ich definitiv keine Deckendurchbrüche. Dann haben wir das Problem schon mal beseitigt und ich denke mal, von oben nach unten sollten die Durchbrüche kein Problem machen. Dann werden wir oben ein kleines Lager hinstellen, sobald das vollgelaufen ist. Schauen wir mal, dass wir das alles anschmeißen. Wir sollten jetzt eigentlich keine Probleme bekommen. Das wird jetzt alles wahrscheinlich so 10, 15 Minuten dauern. Die Batterien sind wieder voll. Genau. Wir werden jetzt wahrscheinlich dann bald keinen Strom mehr produzieren, aber das sollte definitiv noch passen. Was ein bisschen blöd ist, wenn man sich da drauf schaut oder das mal anschaut, da wird eigentlich nicht schlecht, was wir hier für Stromschwankungen haben. Logisch, weil eigentlich alle Anlagen da hinten nicht wirklich laufen, weil das hier voll läuft. Und das ist ein massives Problem. Obwohl ich eine Durchflussrate habe von 200, also Pipelines, ich weiß auch nicht. Gut, wir fangen einfach mal an. Übrigens, die beiden hier werden wir definitiv brauchen. Da habe ich mich einfach in der Höhe irgendwie verrechnet. Keine Ahnung, was da wieder los war. Aber gut, dann kommt jetzt mal hier das Ventil weg. Das hier kommt weg. Dann gucken wir gleich mal, wenn wir oben sind, wie wir das hier wieder rückgängig machen müssen. Müssen wir definitiv. Also, wir sollten aber auch nicht einschlafen. Ewig viel Zeit haben wir ja auch nicht. Und dann schauen wir, dass wir da gerade hochgehen. Kann jetzt sein, dass wir da jetzt irgendwie durch so einen Strommast ein bisschen durchklippen und so weiter. Das ist jetzt alles nicht so schlimm. Der Turm wird dann irgendwann zugemacht. Und dann soll es da drin so bleiben, wie es ist. Da werde ich mir definitiv beim nächsten Mal ein anderes Design überlegen. Ein viel, ja, viel besseres. Das ist natürlich ganz schlecht. Also das können wir so nicht machen, dass die Pipelines durchgehen. Müsste ein bisschen seitlich hochgehen. Moment mal. So müsste es passen, ja. Dann habe ich keine Konflikte mit irgendwelchen anderen Pipelines. Genau, wenn wir das haben und es irgendwann mal funktionieren sollte, dann werden wir jetzt dann direkt danach weitermachen, die Zielsuchmunition zu bauen. Das sollte jetzt eigentlich nicht so ein Problem sein, da brauchen wir auf jeden Fall die Highspeed-Anschlüsse. Aber eigentlich könnten wir die schon machen, glaube ich, ohne größere Probleme. Und wenn wir die Waffe dann haben mit der Munition, dann gehen wir los. Dann werden wir mal eine kleine Tour machen. Erst eine grobe, ich habe es ja gesagt, wir machen auf jeden Fall zwei Touren. Erst eine ganz grob und dann eine, wo wir dann mal genauer schauen, wo was ist. Und ich werde jetzt auch nicht aktiv, das passt, aktiv die Sphären suchen gehen erstmal. Wenn wir welche finden, nehmen wir sie logischerweise mit. Aber es soll jetzt dann erst einmal darum gehen, dass wir die ganzen Festplatten haben. Aber wir werden mit Sicherheit, ich sage jetzt einfach mal 30, 40 Sphären finden dann. Gut, also das passt. Und ich würde jetzt gerne da oben ein kleines Lager hinmachen.
Das schaut natürlich jetzt von außen total dumm aus, aber da kommt dann einfach nochmal eine Wand oben drüber, dann sieht man es auch nicht mehr. Dann ist das Gebäude auch ein bisschen in die Höhe gestreckt und schaut nicht so extrem buschig aus, wie es gerade ist. Also, Moment mal, wir machen das jetzt mal weg. Und das ist quasi hier der letzte Eingang. Das machen wir jetzt mal so. Ich muss mir das mal anschauen, dass ich jetzt irgendwas Falsches abreiße. Ganz genau. Ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt von oben die Flüssigkeit durchfallen lasse, bekomme ich hoffentlich keine Probleme mit der Wanddurchführung. Und falls doch, müssen wir auch die nochmal wegmachen. Aber wenn das so extreme Probleme sind, dann hätten die das auch schon längst gemacht, oder nicht? Weil das ist ja nicht so, dass das ja nur so ein bisschen nicht funktioniert, sondern es funktioniert ja anscheinend fast gar nicht. Aber wer weiß. So, dann machen wir das jetzt hier nochmal hin. Also ich glaube einfach, dass es zu viele Kreuzungen waren. Gerade beim Hochpumpen, dass es nicht funktioniert hat. So, wir gehen jetzt dann gleich mal von unten. Genau, da kommt dann einfach ein Deckel drauf und passt das. Wir gehen jetzt von unten mal hoch. Ich kann gleich eigentlich mal die Pumpen abreißen. Die brauche ich ja jetzt nicht mehr. Also zumindest auf der Seite nicht. Das müssten insgesamt 3 oder 4 Stück gewesen sein. Genau, hier noch eine. Und dann kann übrigens auch ab da alles weg. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Das müsste sogar so funktionieren, oder? Nee. Ja, nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, ob das mit denen auch geht, dass man die einfach direkt anschließen kann. Wahrscheinlich schon, das testen wir mal. Problem ist halt, auch Strommasten und so. An vorhandene Kabel anschließen geht nur, wenn wir wirklich den nackten Strommasten haben. So wie er jetzt da steht. Wenn wir den Strommasten jetzt über das Kabel ziehen, also jetzt hier so, dann geht das nicht. Dann ist ja schon ein Kabel dran, dann funktioniert es nicht. Aber es müsste doch eigentlich, wir testen das mal ganz kurz, wenn wir den so nehmen. Dann funktioniert es auch, okay. Gut, passt. Aber gut, das werden wir nicht so oft brauchen hier. Dann, ich werde auch die Förderhöhe nicht komplett ausreizen. Wir gucken mal, wie hoch das geht. Bis dahin. Dann gehen wir mal. Ja, so. Und hoffen jetzt einfach. Aber es kommt hier schon an. Es kommt hier schon an. Also wahrscheinlich war doch tatsächlich das Problem, dass wir zu viele Kreuzungen hatten. Oder die Wanddurchbrüche. Oder halt eine Kombination aus allem. Ich hatte ja gesagt, ich will den Blueprint erst... Wie weit kann man noch hochgehen? Ja. Erst hochladen, nicht den Blueprint, den Safe-Game hochladen, wenn das funktioniert. Und es hat es ja nicht funktioniert. Deswegen will euch ja keinen kaputten Spielstand hochladen. Aber wenn das jetzt funktioniert, bekommt ihr den. Dann einmal hier noch. Da brauchen wir auf jeden Fall jetzt Strom, weil hier oben ist keiner mehr. Ja, doch, hier. Ja, ich gebe es zu, das schaut jetzt hier innerhalb des Turms natürlich alles sehr katastrophal aus, das ist klar. Da darf einfach keiner mehr reinschauen. Bam. Jetzt kommt der Treibstoff oben an. Perfekt. Was wir jetzt aber auch nochmal machen, bevor wir das jetzt hier starten, wir machen mal hier kurz die Pipeline weg, damit das voll laufen kann. Und was wir auch machen, wäre vielleicht gar nicht verkehrt, dass die Flüssigkeit, ich weiß jetzt nicht, ob wir das brauchen, die jetzt da drin ist, nicht wieder runterfällt. Da müsste man jetzt hier ein Ventil machen, aber da habe ich jetzt kein... Na, obwohl vielleicht... Ich weiß jetzt nicht, wie krass, weil es hieß, die Ventile sind auch nicht wirklich... funktionieren auch nicht wirklich richtig, wie krass die verbuggt sind. Wir machen da jetzt mal eins hin. Dass es zumindest nicht weiter als hier wieder zurückfallen kann, die Flüssigkeit. Das ging jetzt verdammt schnell.
Es schaut schon wesentlich besser aus. Dann schließen wir mal das jetzt an. Also die Gebäude mache ich dann nach und nach mal alle fertig, wenn alles funktioniert. Aber theoretisch müsste jetzt... Das ist der... Oberste, richtig? Aber es müsste doch jetzt einfach durchfallen. Voll? Aha, okay, tatsächlich, weil wir haben... Dann ist das wirklich so. Wir haben hier den Wanddurchbruch. Und wir sehen das. Hier ist die Pipeline voll und eine drunter ist sie komplett leer. Dann... Das ist ja doof. Dann machen wir das jetzt mal weg. Das geht ja dann auch so. Und jetzt fällt es durch, ganz genau. Oh, da müssen wir mal gucken. Wir haben, glaube ich, noch zwei, drei Durchbrüche drin. Ja, solange es an... Aber ich verstehe halt auch nicht, wie da die Priorität ist, weil theoretisch müsste eigentlich, wenn es von oben durchfällt, erstmal bis ganz nach unten fallen und dann sich auffüllen. Aber ist jetzt auch nicht so. Weil hier ist fast leer. Das fließt jetzt erstmal alles da raus. Und der läuft schon an. Also ich mache jetzt da überall mal so ein paar Löcher rein. Die werden natürlich logischerweise dann später wieder zugemacht. Oder dann, wenn ich das Gebäude fertig mache. So, also Moment mal. Dann ist... Die Pipeline ist komplett voll. Und der ist auch voll gelaufen. Das heißt, es muss... Es geht gar nicht anders. Es muss da durchfallen. Tut's aber nicht. Seht ihr das? Es kommt hier nicht mal mehr an. Ich habe so das Gefühl, dass vielleicht auch diese kleinen Abschnitte hier nicht wirklich funktionieren. Aber es ist ja genug da. Ja, das ist lächerlich. Das müsste jetzt einfach nach unten fallen. Man sieht es auch, wie krass das pulsiert. Also umso krasser das pulsiert, umso mehr Durchfluss ist. Und wir haben jetzt hier einen Durchfluss von 600. Wo geht denn das hin? Es geht ja nicht nach unten. Ah, jetzt. Hier haben wir es. Da kommt's. Und der hat keinen Bock. Okay. Dann vielleicht nochmal eine neue Pipeline setzen. Nee, der hat einfach keinen Bock. Okay. Was ist das? Dann liegt es an den Kreuzungen. Dann liegt das an den Kreuzungen, dass es da... Ja. Dann sind die Abstände zu kurz. Hier fließen 600 Liter durch. Und... hier ist auch voll. Hier ist voll, da müsste der auch voll sein. Warum habe ich jetzt hier eine Kreuzung eigentlich? Weiß ich auch nicht. Dahinter ist voll. Hier. Die Pumpen arbeiten, sehr gut. Und er hier hat wieder keinen Bock. Ne, der hier. Ah doch, ganz langsam kommt's. 0,1 Liter, wow. Aber vielleicht dauert das einfach wirklich ziemlich lange. Wir gehen mal ganz kurz durch, schauen, wo halt gar nichts kommt. Hier kommt gar nichts. Das ist auch nicht wirklich gerade, aber ist nicht so schlimm. Also wir haben es schon mal oben. In Treibstoff. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier ist voll. Hier fließen 400 Liter durch, wo auch immer die hingehen. Hier. Ich meine, klar, die Anlagen müssen erstmal voll laufen. Das ist schon klar. Aber hier oben sind ja die Wege noch nicht wirklich weit. Und die sind voll gelaufen. Hier kommt noch gar nicht. Man sieht es hier an den roten Lampen.
Katastrophe. Also ich werde wahrscheinlich das nächste Design ganz anders machen. Lieber ein bisschen flacher, vielleicht zwei- oder dreistöckig bloß und nicht so wie jetzt. Das sind ja 24 Stockwerke. Nee, hier will nichts durch. Aber bei dem schon. Also eins tiefer quasi. Wir reißen jetzt mal das nochmal ab. Guckt mal, wie das jetzt durchfließt. Jetzt geht es auch auf. Jetzt geht das auch alles auf. Dann ist das das Problem. Okay. Dann beheben wir das einfach so. Wir haben das ja auch schon ein paar Mal gemacht. Wie schon gesagt, wie das hier unten ausschaut, ist einfach jetzt dann erstmal egal. Nicht hier unten, sondern hier drin. Ja, das läuft, das läuft. Ich habe halt auch hier überall die Kreuzungen hingemacht zum Ausrichten. Vielleicht sollte ich die mal wegmachen. Also nicht überall, aber bei vielen. Hier zum Beispiel auch. Das läuft auf jeden Fall. Ist hier was drin? Voll. Hier sehen wir es. Da muss es jetzt nur noch hinterfließen, aber das schaut auch nicht so aus, oder? Null. Genau, also wir haben. Unten läuft es wieder. Teilweise. Also man, ich gehe fest davon aus, dass es die Kreuzungen sind. Obwohl ich es nicht zu 100% weiß. Und jetzt geht es nämlich wieder auf. Das Ziel ist manchmal ein bisschen verschließen oder so. Okay. Gut. Wie dem auch sei. Machen wir jetzt hier eine hin. Der will aber hier nicht rein. Ich dreh durch. Jetzt geht's wieder auf. Oder dürfen die? Aber das ist ja bloß eine Anzeige. Es gibt ja auch Pipelines, wo man die nicht hat. Machen die mal ein bisschen höher vielleicht. Soll Treibstoff durchfließen? Das gibt's doch nicht. 0,9. Ist das oben vielleicht leer? Nee, kann nicht sein. Ah, Katastrophe, Leute. Schon wieder 20 Minuten rum. Ja, 94 Liter. Ich meine, da ist jetzt ordentlich was in die Pipelines geflossen, das ist schon klar. Aber die sind voll. Die sind einfach nur voll. Alle vier, alle drei, ja. Wir können jetzt mal gucken. Weil theoretisch produzieren wir ja 520, glaube ich, irgendwie so. Und 600 Liter könnten wir ja nach oben pumpen. Und theoretisch müssten die ja dann auf Dauer leer werden, weil es wird ja weniger eingespeist, als nach oben gepumpt wird, damit die ganzen Treibstoffgeneratoren schnell befüllt werden. Aber die hier sind jetzt noch voll. Was jetzt eventuell sein könnte, ist, dass die Anlagen hier langsam aber sicher leer laufen. So ist es auch. Die laufen leer und das heißt, es müsste dann, wenn die jetzt leer gelaufen sind und die Pipelines hier auch, da ist noch ein bisschen was drin, müssten die Speicher leer laufen. Genau. Das heißt, die Flüssigkeit geht weg und wir haben jetzt hier, läuft es auch. Aber ist das jetzt noch. Ne, da kommt es von oben. Also es kommt ganz unten an. Ne, Quatsch, der letzte wäre da hinten. Schauen wir mal. Es kann sein, dass die noch laufen, weil wir ja noch Treibstoff drin hatten. Und die Pipeline ist voll.
Und das interne Lager auch. Okay. Vielleicht dauert das jetzt doch wieder einen Moment, aber kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Hier kommt es auch an. Hier auch. Also es läuft definitiv besser als vorher. Hier wieder nicht, was ich nicht verstehe. Warum es weiter unten funktioniert und hier dann wieder nicht. 1, 2, 3, 4 laufen nicht. Und selbst wenn ein Wanddurchbruch da wäre, hier irgendwo, was das sein kann. Ah, jetzt kommt es hier. Oder war der, der schon gelaufen ist? Weiß ich gar nicht. Und hier unten geht, läuft ja auch wieder nicht. Es läuft besser als davor. Aber wie schon gesagt, selbst wenn ein Wanddurchbruch da wäre, die unten laufen ja. Also es fließt ja durch. Aber sehr, sehr wenig. Wahrscheinlich kommt einfach aktuell zu wenig. Das kann schon sein. Dass wir da vielleicht mal eine Minute warten müssen. Oder ein bisschen länger. Verdammt, Fallschaden. Weil hier unten sind sie nämlich voll. Und es macht auch Sinn, theoretisch, dass die unten voll laufen, weil das nach unten fällt. Und dann füllt sich das von unten nach oben quasi auf. Genau, hier ist voll, hier ist voll. Wie schaut es hier aus? Hier ist voll. Hier ist voll, hier ist voll. Ja, und hier wieder nicht. Aber dafür hier. Nee, auch noch nicht voll. Ich glaube auch, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ich glaube auch, dass es nicht das Allerbeste ist, eine Kreuzung auf eine vorhandene Pipeline zu setzen. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Kreuzungen, wenn die draufgesetzt werden, einfach bloß tatsächlich draufgesetzt werden und nicht eingearbeitet wird. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, die sitzt bloß außenrum drauf und die Pipeline innen geht ganz normal weiter. Die hat gar keine Ausgänge, wenn man so will. Jetzt kommt es nämlich auch. Hier auch. Okay, ich denke mal, das wird jetzt langsam aber sicher besser laufen. Wir schließen mal die beiden unten noch an. Also, hier setzen wir die jetzt auch einfach drauf. Weil da können wir es hier ganz schnell kontrollieren. Ob es funktioniert. Ja, da ist es da und da ist es auch da. Ja, wir machen mal hier noch eine Reihe. Vielleicht den Strommasten ordentlich verlegen. Du kommst weg. Und dann gehen wir gleich mal Richtung Hauptbase wieder zurück. Endlich mal wieder. Und kümmern uns um die Zielsuchmunition. Wenn wir es überhaupt machen können, müssen wir gleich mal gucken. So, angeschlossen wäre das jetzt. Wir müssen es noch innen anschließen. Ja, wir können es so machen. Bam, passt. Und jetzt schauen wir mal. Ja, das schaut auf jeden Fall schon wesentlich besser aus. Wesentlich besser. Also, Moment mal, wir haben jetzt insgesamt 26 Treibstoffgeneratoren mal 250 plus, was hatten wir? 2175, irgendwie so. Kann ich eigentlich nachrechnen. Also 6500. Dann 8, 16, 24, 32 minus 3. Weil die drei Kohlegeneratoren sind ja abgekapselt. 29 mal 75, genau, plus die Zahl kenne ich. Also da müssten wir rauskommen, 8675 am Ende des Tages. Ja, es ist auf jeden Fall schon millionenfach besser als davor. So, hier ist noch alles voll. Hier auch, aber es müssten dann langsam die Anlagen hinten komplett leer sein. Das müssen wir einfach beobachten, jetzt vielleicht nochmal 10, 20 Minuten. Und dann eventuell vielleicht nochmal eine oder andere Kreuzung, ja, entfernen, neu setzen.
Aber das kann ich dann nebenbei machen. Wir gehen jetzt mal zurück zur Hauptbase. Wir gehen jetzt mal da durch. Vielleicht finden wir noch nebenbei was, was wir übrigens machen hätten können. Mist. Das mache ich jetzt gleich noch. Eine Festplatte reinschmeißen. Mein Gott. Bam. 7600. Ja. Gut, passt. So, die Festplatte haben wir schon, das ist klar. Ich mache mir jetzt keine ganz großen Hoffnungen, dass wir jetzt viel finden. Übrigens, was wir machen müssen, bevor wir jetzt anfangen mit den Highspeed-Anschlüssen, ist am Bahnhof, also am Zielbahnhof hinten im Hauptquartier, die beiden Lager mit Kunststoff und Gummi nochmal ändern. Weil, so wie ich die gebaut habe, machen die keinen Sinn. Okay, ich kann mir doch ein bisschen Hoffnungen machen. Das ist schlecht, dass die jetzt aufpassen. Wie viel Schaden machst du eigentlich? Was ist los mit dir? Drei Stück haben wir noch. Wir können uns über die Taste C anschleichen und dann gehen die auch nicht auf. Die gehen dann nicht mal auf, wenn man drauf baut, was ich ein bisschen komisch finde. Ja, das war natürlich jetzt blöd. Ich habe die Taste losgelassen, egal. Bin gespannt, ob Ada wiederkommt. Die war jetzt schon länger nicht mehr da. Tatsächlich. If I had a body, it would be a temple. You have no body? Hmm, I don't think we're on the same line here. You see lines where there are curves, shallows where there are depths, consume our blood. I will continue gathering data, I suppose. So, die Stimme, die uns spricht, war jetzt ziemlich entsetzt, dass Ada keinen Körper hat. Das heißt, egal, was mit uns spricht, hat einen Körper anscheinend. Was sonst wäre die jetzt nicht so entsetzt gewesen. Ich bin gespannt. Gut. So, wir gehen jetzt mal hier durch, schauen, dass wir vielleicht noch eine Festplatte finden. Das wäre gar nicht so verkehrt. Ja, Schnecken machen wir jetzt mal anders. Wir brauchen sie jetzt eh nicht so krass erstmal. Und wir können sie ja eh automatisieren. Aber ich glaube, da vorne ist noch ein kleiner See. Ja, sowas nehmen wir mit. Also, wenn die einfach so da liegen. Ja, ich glaube, wir kommen aber jetzt falsch raus, richtig? Ja, wir kommen bei den Kohlekraftwerken raus. Okay, nicht so schlimm. Halt! Unbewacht? Ach, da oben ist eine Festplatte, die nehmen wir mit. Ja, es gibt nämlich auch noch so ein C, ich glaube, das müsste da hinten sein. Da ist eine Festplatte oder eine Absturzstelle direkt im Wasser drin. Hey, seit wann braucht man eigentlich fast nichts mehr, um die Festplatten aufzumachen? Ist das schon immer so? Also nicht immer, man hat früher sehr viel gebraucht, aber vielleicht geht er mal jetzt weg. Bis jetzt die letzten 10 Festplatten oder so, da haben wir nichts gebraucht. Sowas können wir mitnehmen. Und dann gehen wir jetzt mal zurück. Dass wir zumindest die Lager noch fertig machen. Ja, das ist wieder so, da kann ich nicht stehen. Dann müssen wir das so machen. Perfekt, aber ich würde gerne da hochgehen. Ich bin gerade ultra langsam, weil ich keinen Schwung hatte. Ja, es hieß auch, ich soll den Handscanner nutzen. Da finde ich die besser. Ich habe die mal ganz am Anfang benutzt. Das ist schon eine ganze Zeit her. Und das ist ja wirklich anstrengend, würde ich mal behaupten, die zu nutzen. Aber wir werden sie am Ende des Tages eh nutzen müssen.
So, hier ist nichts mehr. Da oben drauf könnte er eventuell auch nicht abstürzen. Ist auch nichts. Gut. Hier ist eine. Hier ist eine. Ja, die müssen wir schon mitnehmen, dass wir auch mal endlich ein bisschen was geforscht bekommen. Wir müssen zwar noch ein, zwei, drei Lager bauen, dass wir mal so grundlegend auf dem Stand der Dinge sind, aber wir müssen halt auch forschen. Nein, 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 du bleibst weg. So, Schwung holen. Da sind solche Höhlen. Habe ich schon richtig Bock drauf, bin ich ehrlich, dass wir da mal reingehen. Bist du eine gelbe Schnecke? So, da hinten ums Eck ist noch mal eine Festplatte. Die holen wir und dann gehen wir zurück. Habe ich schon die ganze Zeit gesagt, ich weiß. Da gucken wir als allererstes mal, wie es mit dem Strom ausschaut. War doch hier irgendwo, hier ist er. 40 Megawatt. Das können wir machen. Ich habe es jetzt nicht herbei schreien sollen, dass wir keinen Strom brauchen und nichts brauchen, jetzt brauchen wir es. Dann gucken wir auch gleich mal, ob hier noch irgendwas rumliegt, was wir brauchen könnten. Rotoren, Stahlrohre. Eigentlich nicht, ja. Du kannst unten chillen, mir egal. Perfekt. So, dann reißen wir dich ab. Dich ab. Den Masten lassen wir stehen. Und dann geht's ab. Wunderbar. Ich hoffe, dass der Strom jetzt passt. Ich hoffe es. Und ich hoffe, dass er auch permanent so bleibt. Wie viele Sphären haben wir jetzt? 5 oder so? Ja, ganz genau. Wir brauchen auf jeden Fall... 2 brauchen wir auf jeden Fall. Dann forschen wir einmal, oder? Die Frage ist, was macht jetzt am meisten Sinn? Stand jetzt. Also es wurde auch oft gesagt, ich soll das Hochladen machen. Ja. Gerade wenn wir unterwegs sind, macht das Sinn, dass wir aus den Taschen was ins Netzwerk laden können. Oder einfach, dass wir mehr Stacks haben. Gucken wir gleich mal. Also. Wichtig ist erstmal, dass das Lager steht. Und jetzt bitte, 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 bitte. Nee. Tendenziell eher das sogar noch ein Stück schlechter geworden, ja. Das heißt, ich muss da nochmal hin, aber das mache ich nicht jetzt. Wir machen jetzt erstmal das Lager noch fertig. Aber gut, wir haben jetzt das Problem mehr oder weniger gefunden. Das waren die ganzen Kreuzungen, gehe ich mal fest von aus. Und der Wanddurchbruch. Da müssen wir dann einfach mal gucken, wie wir das machen. Genau, also das macht ja hier so, wie ich das gemacht habe, gar keinen Sinn, ja? Also die beiden Lager sind sowas von sinnlos, weil... die ja einfach bloß als Durchfluss dienen. Da wird ja nichts eingelagert. Das bedeutet, wir müssten eigentlich... das nochmal anders machen. Habe ich ein bisschen Platz da, dass ich alles abreißen kann? Ohne Kiste. Nicht schlecht. So, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir brauchen hier einen intelligenten Splitter. Den platzsparend arbeiten. Also die Hilfslinien, wie, die gehen halt überhaupt nicht mehr weit. Sondern geht. Wir füllen erstmal.
Was kommt hier an? Gummi? Gummi. Ist, ja, genau. Und Überschuss. Das machen wir jetzt nämlich so. Wir stellen jetzt hier in der Mitte das ganz normale Forschung ist fertig. Gleich. Lager hin. Und einmal auch hier. Na, eigentlich müsste ich dann gar nichts einstellen. So wie ich das jetzt mache, brauche ich gar nichts einstellen, bin ich ehrlich. Doch. Ich muss hier auf jeden Fall Überschuss machen, sonst geht's nicht. Ich will, dass das, die beiden Lager jetzt erstmal voll gemacht werden. Das ist ja gleich passiert. Und dann stellen wir auf der Seite... Richten sich jetzt nicht gegenseitig aus, richtig? Richtig. Ein Stück hinter. Naja, obwohl, noch mal her. Passt. Hier. Das heißt, das Lager wird voll gemacht. Und das Lager. Jetzt schauen wir erstmal uns die Festplatte an. Siliziumplatinen sind auch geil. Brauche ich aber Quarz und das ist ein bisschen ein Problem aktuell. Wir lassen das mal ganz kurz so und hauen gleich die nächste rein. Ich weiß nicht. Haben wir... Da hinten ist doch eine kleine Insel. Hier, genau. Da ist doch entweder Quarz oder Katerium drauf, was wir freisprengen müssen. Wir müssen das Quarz sowieso herholen. Demnächst. Aber wenn ich es halt herholen, würde ich es nicht für Platinen verschwenden wollen. Nee. Da oben. Ja, das ist das, was wir schon angeschlossen haben. Da drinnen. Da müsste hier Katerium sein. Oder sie haben es weggemacht. Warum wird das grün angezeigt, weil ich das benutze? Nee. Ja, was war denn da hinten? Oder ist es wirklich weg? Womit mir wurde das als grün angezeigt? Keine Ahnung, egal. Da schauen wir mal ganz kurz hin. Oder wird das nicht angezeigt, weil es noch verdeckt ist zum Freisprengen? Die Festplatte haben wir schon. Oder war das ganz... Oder ist das komplett weg? War hier nicht mal irgendwas zum Freisprengen? Hier ist es doch. Und das ist... Katerium. Dann würde ich sagen, ich nehme die Inventarplätze. Jetzt erstmal. Am Anfang ist es noch wichtig. Wir bekommen am Ende des Tages sowieso alle Rezepte. Gut. Und jetzt brauchen wir hier... Noch einmal einen auch wieder intelligenten Splitter, dass wir gleich in die Zukunft denken. Setzen wir jetzt hier hin. Und auch hier. Und da stellen wir jetzt ein. In der Mitte erstmal nur Überschuss. Und rechts und links stellen wir dann ein, wenn es soweit ist. Der ist mittig, der nicht. Weil wir wollen ja das Kunststoff und Gummi, was hier kommt, auch noch weiterverarbeiten. Und nicht alles vernichten und bloß für die Lager da haben. Da kommt ja jetzt jeweils 400.
Das heißt, wir werden definitiv mindestens 250 oder so weiterverarbeiten. Ein bisschen Puffer brauchen wir, weil sonst füllen sich die Lager nicht mehr. Also ich glaube, die Lager würden sich schon füllen, aber dann könnte es sein, dass mir meine Anlage, die danach Kunststoff oder Gummi braucht, dann verhungert. Mal zumindest phasenweise. Dann hätten wir das jetzt auch gemacht. 7600, ja. Es läuft nicht. So, wir schauen jetzt mal in den Bahnhof rein. Ob da alles so läuft, wie ich das will. Genau, das ist ja Input. Das kann voll sein, das ist okay. Die anderen sollten theoretisch alle leer sein. Oder kam der Zug jetzt gerade eben? Gummi ist leer. Halt, Moment mal. Was ist denn da passiert? Das ist das Gummi. Oh, das schaut aus, als wenn wir da irgendwo noch ein MK2-Stück hätten. MK3. Oder? Aber wir produzieren 400. Und 470 können wir weiterverarbeiten. Nee, es passt alles. Der Zug ist aber hinten, okay. Also es müsste dann theoretisch irgendwann leer laufen. Weil komisch, vom Gummi ist nämlich nichts da. Und es sollten eigentlich die gleichen Mengen sein. Kann natürlich jetzt sein, dass, weil die ganzen Ölfelder noch nicht wirklich laufen, dass das jetzt alles ein bisschen langsamer läuft. Genau, so, wir schauen dann hinten ums Eck nochmal. Das ist rauchschwache Pulver. Ob hier alles seine Ordnung hat. Genau, hier kommt ja das Kunststoff, wird jetzt erstmal vorübergehend nur vernichtet. Und das rauchschwache Pulver ist schon vollgelaufen, sehr gut. Und dann schalten wir das jetzt mal frei. Ich kann nichts freischalten, oder geht das mittlerweile? Nein, das ist bitter. Und dumm. Wo waren das jetzt? Die Waffe an sich und die Munition. Okay, dann hole ich mal noch schnell die Motoren. Okay, der Zug kommt gerade. Warum ist das so was vollgelaufen? Und hier ist gar nichts und hier ist auch nichts. Habe ich die vielleicht falsch angeschlossen? Am anderen Bahnhof, das... Ja, Moment mal. Nee, Moment mal. Moment. Ich habe es falsch angeschlossen. Tatsächlich. Weil der hier sollte eigentlich den Doppelkunststoff haben. Shit. Und da kommt Gummi. Und hier, wo Kunststoff ist, sollte eigentlich Gummi kommen. Deswegen ist es auch vollgelaufen, weil wir haben ja 800 Kunststoff. Ja. Ja. Und da geht es, dahinter geht jetzt Gummi statt Kunststoff. Das müssen wir nochmal ändern. Aber ich bin am Überlegen, das werden wir ändern. Am anderen Bahnhof macht das mehr Sinn, dass wir das einfach tauschen. Da kann ich das nämlich unterirdisch schön verlegen und hier wird es, würde auch gehen. Genau, also das muss ich nochmal tauschen. Ich muss sowieso gleich nochmal hinter und gucken, was da mit dem Strom ist. Ja, passt noch nicht ganz. Aber wir sind 8600. Ja, 1000
schwankend ein bisschen, sind wir noch weg. Achso, die Motoren wollte ich holen. Die sind, glaube ich, ganz, ganz vorne. Und wie viel Coupons haben wir? 112. Geil. Könnten wir eigentlich gleich mal eine Freischaltparty machen. 1 Minute 34 machen wir jetzt. Wir müssen sowieso alles freischalten. Ausrüstung? Nee, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Dann Dächer. Einfach mal willkürlich ein paar Sachen freischalten. Foundations hier, sowas. Ganze Chromzeug. Schilder. Die Straßen. Könnte man vielleicht am Zug sogar irgendwie benutzen. Die glatten Pipelines brauche ich nicht, werden wir aber trotzdem freischalten, logischerweise. Und hier kommt das Ganze. Das machen wir ganz zum Schluss. 46 Punkte schon wieder weg. Naja, gut. So, kann das mal ein bisschen schneller gehen? Danke. Genau, und das sind die 225 Megawatt, die wir extra haben für die ganzen Schredder. Irgendwas passt da nicht. Das ist schon etwas besser. Ich würde sagen, wir nehmen die Platinen. Einfach jetzt. Also Moment mal, wir schalten frei. Schusswaffe, da wird Ada mit Sicherheit was sagen. Ganz genau. Rifle and rifle ammo unlocked. A long range weapon and rapid fire ammunition. Only to be used for the defense or acquisition of fixed property. Conveniently, this includes everything of value on this planet. Wunderbar. Und jetzt. Ne, lassen wir erstmal noch. Gut, wir gucken mal. Ich weiß es gar nicht, wo. Testen wir einfach. Also, das ist die Standardplatine: Kupferblech und Kunststoff. 30 Kunststoff. Das wär sogar praktisch tatsächlich so zu machen, weil wir brauchen weniger Kunststoff. Es kommt mehr Platinen raus, also 1,25 mehr. Und wir brauchen Turbodrahten, der ist schnell gemacht. Und wir haben ja hinten, wo das Kunststoff eigentlich kommen sollte, wo aktuell Gummi kommt, haben wir ja sehr viel Katerium. Das passt. War das schon gar nicht so verkehrt. Aber wo ist jetzt meine Gewehrmunition? Das ist viel wichtiger. Hier. Kupferbleche. Ja, genau. Dann machen wir nämlich aus den Kupferblechen. Oder mit dem Kupfer Kupferbleche machen dann die Gewehrmunition 75 pro Minute. Und dann brauche ich erst einmal 500 und nochmal 10 Highspeed-Anschlüsse, damit ich die Zielsuchmunition freischalten kann. Das heißt, wir fangen beim nächsten Mal an, die Munition zu machen. Und davor schauen wir mal, ob wir das noch irgendwie hinbekommen mit dem Strom. Und wir müssen das nochmal umstöpseln auf der anderen Seite. Oder ich mache es hier, ich weiß es noch nicht. Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich wäre es hier besser, weil hier die Lager schon da sind. Sehen wir dann. Gut, das dazu. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.